Ja, schön, fast schon guten Abend, würde ich sagen, ne? Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, wo ich am besten hingucke, aber ich hoffe, alle spüren sich angesprochen hier im Raum. Ja. Und natürlich auch im Stream. Ja, wir sind super froh, hier zu sein. Es waren lange, anderthalb Jahre fast, und da wir eine internationale Besetzung sind, war es auch nicht ganz einfach, sich mal so eben zu treffen und ein bisschen zu proben oder so. Und ja, deswegen waren jetzt die letzten 9 Tage möglich, und wir haben ein neues Album aufgenommen, ein Video, und also wir haben sehr viel gemacht in den letzten Tagen und sind super happy, dass es wieder richtig losgeht. Und ja, deswegen, also wir freuen uns gewaltig, jetzt hier zu sein. Ich hoffe auch, alle freuen sich hier gewaltig zu sein. Und ja, mal eine Zeit lang nichts mit Corona am Hut zu haben, sondern einfach schön das Konzert zu genießen, zu spielen, hier zu sein. Insofern, am besten geht's direkt weiter. Thank you.
Vielen Dank. Und ja, wir sind natürlich eine Band und ich würde jetzt gern auch die Mitspielerinnen und Mitspieler vorstellen. Und zwar haben wir hier zum einen Maja Friedmann am Cello. Ja. Dann haben wir am Kontrabass Andres Meinig. Und als letztes Carles Ausens am Saxophon. Und von ihm ist auch das nächste Stück. Also die davor waren von mir, das nächste ist von ihm. Es heißt Contemplation. Genau, die davor waren einmal Emma Sings und das davor Kupferbaum.
Ja, wir nähern uns langsam dem letzten Teil unseres Konzerts und ja, deswegen wollte ich einfach nochmal sagen, wie schön, dass hier so viele Menschen doch relativ sind und ja, wie schön es ist, hier zu sein. Vielen Dank auch an die Jazz Baltica und ja, jetzt zum letzten Teil unseres Konzerts. Thank you.
Thank you.